Geschätzte Grossstadträtinnen, geschätzte Grossstadträte, geschätzte Mitglieder vom Stadtrat, geschätzte Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu der 30. Sitzung vom Grossen Stadtrat hier im Kantonsratssaal. Für die heutige Sitzung sind folgende Entschuldigungen eingegangen. Stadtrat Martin Merki wird ab 3:45 respektive 4:45, Entschuldigung, da habe ich eine falsche Notiz, 4:45, abwesend sein. Der Andreas Moser ist den ganzen Nachmittag abwesend aus geschäftlichen Gründen. Ich komme zu den Mitteilungen und ich habe sehr eine erfreuliche Mitteilung. Wir haben ein neues Gesicht in unserem Saal. Wir haben das erste Mal die neue Leiterin vom Sekretariat Grossstadtrat bei uns dabei. Es ist Zira Steiner, die heute das erste Mal neben Michel Christen an dieser Sitzung wird teilnehmen und schaut, wie es bei uns so läuft. Es gibt keine Vereidigung, aber ich bitte dich trotzdem, schnell vorzukommen. Das heisst, Sie haben jetzt auch das Gesicht gesehen von der Person, wo Sie sich dann in Zukunft mit all Ihren Anliegen, Fragen und Vorstössen werden wenden. Sie sind eingeladen worden zur Feier der Übergabe der Ehrennadel der Stadt Luzern am 1. Dezember. Sind Sie per Mail eingeladen worden. Das fährt um 5:30 an. Die offizielle Begrüßung startet um 6 Uhr. Üblicherweise ist der Grossstadtrat dort zahlreich vertreten gewesen in früheren Jahren. Und ich bitte alle, sich anzumelden für den Anlass an stadtkanzlei@stadtluzern.ch, wenn Sie dort teilnehmen. Dann eine weitere Mitteilung, die eigentlich ein Versäumnis von meiner Seite ist. Die Geschäftsleitung des Grossstadtrats hat 2020 die Verteilung der Kommissionsvizepräsidien der Kommissionen für die Legislaturperiode beschlossen. Und dort war klar, dass die FDP das Vizepräsidium der Geschäftsprüfungskommission zugewiesen bekommen hat. Wir haben letztes Mal als Nachfolge von Marco Baumann Sonja Döbeli gewählt, als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Und dort ist auch erwähnt worden, dass das gleichzeitig als Vizepräsidentin gilt. Das ist bei der Wahl untergegangen. Das heisst, in diesem Zusammenhang soll jetzt hier erwähnt sein, die Wahl hat auch gelten als Wahl als Vizepräsidentin, außer es gäbe die von ihrer Seite Einwände oder Wortmeldungen. Das scheint nicht der Fall zu sein, dann würde ich Sonja Döbeli auch als Vizepräsidentin von der Geschäftsprüfungskommission als gewählt erklären. Wir kommen zu der Beschlussfassung über dringliche Vorstösse. Das ist eine, die dringlich eingereicht worden ist. Dringliche Interpellation 214. Marco Müller namens der Grünen Junge Grüne Fraktion. Unterkünfte für Geflüchtete in der Stadt Luzern in den kommenden Monaten. Der Stadtrat opponiert der Dringlichkeit nicht. Opponiert jemand aus dem Rat der Dringlichkeit dieser Interpellation? Das ist nicht der Fall. Das heisst, die Interpellation ist dringlich erklärt. Wir werden sie nach der Pause am Nachmittag, also es ist noch schon Nachmittag, wir werden sie nach der Pause behandeln. Die Antwort sollte, ich höre sie, auf der digitalen Sitzungsvorbereitung vorliegend sein. Wir kommen zum Traktandum 2. Delegation in Zweckverband Grosse Kulturbetriebe, Wahlantrag einer zusätzlich delegierten Person. Gemäss Gemeindeordnung der Stadt Luzern, Artikel 26, wählt der Grosse Stadtrat auf Antrag vom Stadtrat Vertreterinnen und Vertreter der Stadt in den öffentlich-rechtlichen Zusammenschluss von Gemeinwesen. Gemäss Statuten für den Zweckverband Grosse Kulturbetrieb Kanton Luzern beträgt Amtsdauer der Delegierten 4 Jahre. Sie fällt mit denen der kantonalen Exekutivbehörde zusammen. Die beiden bisherigen städtischen Delegierten für die Amtsdauer 2019 bis 2023 sind der Stadtpräsident Beat Süssli und auch Bildungsdirektor und Letizia Ineichen, Leiterin Kultur und Sport.
aufgrund vom künftig geltenden Kostenteiler und der damit verbundenen grösseren Mitverantwortung der Stadt Luzern ist die Organisation vom Zweckverband Grosse Kulturbetriebe angepasst worden. Der Kanton Luzern und die Stadt Luzern sind künftig mit je 3 Delegierten vertreten. Der Stadtrat beantragt unserem Rat, dem grossen Stadtrat Ursula Einholzer, betriebswirtschaftliche Mitarbeiter in der Finanzverwaltung der Stadt Luzern, als zusätzliche dritte delegierte Person der Stadt Luzern im Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern zu wählen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Dann stimmen wir darüber ab. Wir stimmen ab über die Wahl von Ursula Einholzer als Delegierte von der Stadt Luzern im Zweckverband Grosse Kulturbetrieb. Wer die Wahl annehmen will, soll das jetzt mit Hand bezeugen. Ablehnung? Enthaltungen? Damit ist Ursula Einholzer für die restliche Amtstour vom 1. Januar bis 30. Juni von dem 1. Januar bis 30. Juni 2023 als Delegierte von der Stadt Luzern im Zweckverband Grosse Kulturbetrieb gewählt. Und das Traktandum 2 ist geschlossen. Wir kommen zum Traktandum 3, Bericht und Antrag 25 vom 7. September. Neue Leistungsvereinbarung Luzern Tourismus AG und Teilrevision Kurtaxenreglement. Das Geschäft ist in der Geschäftsprüfungskommission vorberaten worden. Der Präsident der Geschäftsprüfungskommission, Gianluca Pardini, ist jetzt bei mir und berichtet aus der Kommission zum Eintreten. Geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Geschäftsprüfungskommission vom Stadtrat hat an der Sitzung vom 20. Oktober ein Geschäft über die neue Leistungsvereinbarung mit Luzern Tourismus AG und Teilrevision vom Kurtaxenreglement beraten. Damit wird die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Luzern und der LTAG für die Jahre 2023 bis 2025 mit einer neuen Leistungsvereinbarung weitergeführt. Die GPK vom Grossen Stadtrat ist sich im Stellenwert und der Bedeutung des Tourismus für die ganze Region, insbesondere aber auch für die Stadt Luzern, bewusst. Die von der Stadt im Jahr 2021 erarbeitete Vision Tourismus 2030 hat verschiedene Eckpunkte definiert, um die wirtschaftliche, soziale und ökologische Zielkonflikte einzudämmen, die teils mit dem Tourismus zusammenfallen. Um die Umsetzung der Vision zeitnah anzugehen, sollen noch jetzt 2 konkrete Massnahmen im vorliegenden B&A umgesetzt werden. Es ist die Erneuerung der Leistungsvereinbarung mit der LTAG und die Weiterentwicklung der Tourismusabgabe. Dabei sind eigentlich die vom Parlament überwiesenen Protokollbemerkungen im Rahmen der Beratung der Vision Tourismus 2030 in der Sicht der GPK weitgehend umgesetzt worden. Die GPK hat die rasche Umsetzung begrüßt. So soll jetzt mit der neuen Leistungsvereinbarung eine nachhaltige Tourismusförderung bewirkt werden, beispielsweise mit dem Verzicht von Werbeaktivitäten in Fernmärkten mit Staatsbeiträgen, also auch die Ausrichtung der Tourismusaktivitäten an der von der Stimmbevölkerung definierten Klima- und Energieziele gewährleisten. Die GPK hat verschiedene Protokollbemerkungen überwiesen. So soll künftig in der GPK neben der wirtschaftlichen auch der ökologischen Fußabdruck der Tourismusaktivitäten Bericht erstattet werden. Und auch bei der Revision des Kurtaxenreglements ist der Wille des Grossen Stadtrat vollständig berücksichtigt worden. Trotzdem hat die GPK weitere Protokollbemerkungen bewiesen, die die Verwendung der Kurtaxen mit mehr Transparenz verbunden werden sollen. Konkret geht es darum, dass künftig die Richtlinien und Beitragskriterien zu der Beurteilung von Gesuchen an Veranstaltungs- und Infrastrukturfonds von der LTAG sowie die Zusammensetzung der Kurtaxen Beiräte transparent gemacht werden. Die GPK ist im Großen und Ganzen grossmehrheitlich überzeugt, dass sich trotz der Reglementsanpassung die bewährte Zusammenarbeit mit der LTAG fortführen lässt. So damit hat die Kommission den Sonderkredit von 2,75 Millionen Franken bewilligt und die neue Leistungsvereinbarung 2023 bis 2025 mit der LTAG zugestimmt und so auch die Änderung des Kurtaxenreglements. Wir kommen zu den Fraktionssprecherinnen und Fraktionssprechern. Zuerst für die FDP-Fraktion, der Mike Hauser. Geschätzter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als allererstes möchte ich allen Mitarbeitenden von der LTAG meinen Dank aussprechen. Sie haben es nämlich geschafft, durch ihre kreative und aktive Art wesentlich dazu beizutragen,
dass der ganze Tourismus, die ganze Branche in den letzten schwierigen, sehr schwierigen Corona-Jahren mit einem blauen Auge überstanden hat. Dafür möchte ich mich bedanken. Jetzt aber zu meinem eigentlichen Votum. Mir, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, und ganz speziell aber auch der FDP, liegt der Tourismus sehr am Herzen. Historisch ist der Tourismus ein Antreiber, ein Arbeitgeber gewesen, der die generelle Entwicklung in der Stadt Luzern und im ganzen Kanton wesentlich mitgeprägt hat. Früher der Verkehrsverein, heute die LTAG, haben und haben stets ein gutes Einvernehmen mit dem Stadtrat und der Verwaltung der Stadt gehabt. Wir hoffen, dass das auch in Zukunft so wird bleiben. Mit der Tourismusvision 2030 hat das Parlament einen Bericht und Antrag mit verschiedenen Massnahmenpaketen beschlossen. Eins, das in der Vision zitiert war von diesen Paketen, ist ein wesentliches Instrument, nämlich die Leistungsvereinbarung mit der LTAG, und die liegt jetzt auf dem Tisch. Die Leistungsvereinbarung entspricht nach unserer Sicht dem kantonalen Tourismusgesetz und hat alle Punkte von der verabschiedeten Tourismusvision 2030 berücksichtigt. Eine Version, die von den betroffenen Verhandlungspartnern zusammengetragen wird. Eine gute Voraussetzung also, auch zukünftig eine gute Zusammenarbeit zu haben und gemeinsam den Tourismus weiterzuentwickeln. Der jährliche Beitrag von der Stadt Luzern über 550'000 Franken ist ein Teil des Budgets der LTAG und aufteilt die 460'000 Franken an die LTAG und 90'000 Franken Kongressförderung. In diesem Zusammenhang hat auch das Kurtaxenreglement auf verschiedene Punkte müssen angepasst werden. Das auch als Ausfluss aus der Debatte zu der Tourismusvision 2030. Nach Anhörung von der LTAG, wie es vom Tourismusgesetz vorgeschrieben ist, hat man sich für eine Erhöhung um 50 Rappen von der Kurtaxe entschieden. Zudem wird neu ein Rückbehalt aus der Kurtaxe von 160'000 Franken zur Finanzierung der neu geschaffenen Projektleiterstelle Tourismus zurückbehalten. Da dürfen wir sicherlich die Frage stellen, ob es Aufgabe ist, von der Kurtaxenfonds Verwaltungsstellen zu finanzieren. Zudem stellt sich für mich auch die Frage, ob das Reglement sollte die Stelle nach der Befristung nicht bewilligt werden, wieder entsprechend angepasst wird. Aber auch diese neue Regelung hat schlussendlich von allen Vertragsparteien ihre Zustimmung gefunden. All die aufgezählten Punkte und viele weitere zeigen, dass die Verhandlungen zielorientiert, sachlich zu einem guten Ergebnis gebracht haben. Es zeigt aber auch, dass die verschiedenen Standpunkte klar dargelegt worden sind und daraus eine breit abgestützte Vereinbarung getroffen werden konnte. Ich hoffe, dass dieser Umstand allen hier innen klar ist. Ich bin gespannt auf die Detailberatung. Wir treten das Geschäft ein und werden im jetzt vorliegenden Bericht und im Kredit zustimmen. Für die SP-Fraktion Lena Hafen. Geschätzter Präsident, lieber Stadtrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Zuerst mal auch von uns vielen Dank für die Ausarbeitung von dem B&A. Er startet ja sprachlich fast enthusiastisch und man merkt, da hat sich die Verwaltung ins Zeug gelegt. Schon bei der Beratung von der Vision Tourismus hat sich gezeigt, dass die Vorstellungen ziemlich auseinandergehen, wie und ob überhaupt Stadt Einfluss auf den Tourismus soll nehmen. Es steht außer Frage, dass Luzern auch eine historische Touristenstadt ist. Und als Stadt mit so einer hohen touristischen Bedeutung ist es für uns von der SP-Fraktion klar, dass man sich als Stadt Gedanken macht, wie eine sinnvolle Entwicklung im Tourismus aussehen sollte. Weil neben der wirtschaftlichen Bedeutung gibt es halt auch die Bevölkerung, die sich an gewissen Stellen beeinträchtigt fühlt, wie das auch in anderen touristischen Hotspots beobachten ist. Auch andere Städte wie Barcelona, Venedig oder Dubrovnik haben den Handlungsbedarf erkannt. Wir von der SP-Fraktion sind darum der Meinung, dass die Stadt auf den Wirtschaftszweig muss Einfluss nehmen muss und neben all dem Positiven auch eine ziemliche Belastung für die Infrastruktur und die Stadtbewohnerinnen kann bedeuten. Und dass sie dabei die Bevölkerung aktiv einbezieht. Außerdem hat die Stadtbevölkerung mit einer breiten Mehrheit der Klima- und Energiestrategie zugestimmt, mit dem Ziel Netto Null CO2 2040.
Und da ist für uns klar, dass auch der Tourismus von dieser Zielvorgabe nicht einfach ausgeklammert werden kann. In der Vorbereitung haben wir uns gefragt, was denn ein Beispiel für eine ideale Touristin könnte sein. Es könnte zum Beispiel eine Person sein, die am Montagabend mit dem Zug anreist und gerade mal das KKL besucht. Dann übernachtet sie in einem der zahlreichen Hotels, macht am nächsten Morgen einen Spaziergang durch die Altstadt und über die Musikmauer, sitzt am Nachmittag im Vögeligärtli und Picknick, besucht dann eines der vielen guten Restaurants, geht vielleicht in ein Theater im Südpol, übernachtet wieder, macht dann am nächsten Tag noch eine Stadtführung, zum Beispiel in der Basel-Bernstrasse, weil sie auch noch eine andere Seite von der Stadt wegsehen. Und dann kann sie von uns aus auch noch eine Uhr kaufen, bevor sie am Abend wieder mit dem Zug abreist. Nach der Vision Tourismus, die für uns noch wenig greifbar war und wir viel über den Begriff Vision diskutiert haben, geht es jetzt hier um zwei zentrale neue Regelungen. Die Leistungsvereinbarung mit der LTA gibt es erneuern und Tourismusabgaben weiterzuentwickeln. Wir von der SP-Fraktion finden, die Stadt hat sich mit dem B&A auf den richtigen Weg begeben, um eine aktivere Rolle wahrzunehmen. Sehr positiv finden wir die Aufhebung des bisherigen Automatismus der Weiterleitung der Tourismusabgaben. Und dass sich auf diese Art der Spielraum der Stadt vergrößert, ohne dass man die langjährige Partnerschaft mit der LTA gefördert, wie das noch bei der Beratung der Vision Tourismus suggeriert worden ist. Positiv ist auch die Erhöhung und dass die Stadt einen Teil der Kurtaxe jetzt zurückbehaltet und so die befristete Projektleitungsstelle finanziert. Und positiv ist für uns schließlich auch der verankerte Verzicht auf Werbeaktivitäten in Fernmärkten mit städtischem Geld und das damit verbundene Controlling. Es ist für uns klar, dass eine Stadt, die netto null CO2 anstrebt, nicht extra mit Geld dafür werben kann, dass die Leute zu uns fliegen. Positiv hier auch die Absicht der LTAG in der Leistungsvereinbarung, den Anteil Marktinvestment Schweiz und Europa um 10% zu erhöhen. Jetzt könnte man denken, nur Lob von unserer Seite, und das möchten wir wirklich auch ausdrücklich aussprechen. Aber wir von der SP-Fraktion sehen durchaus noch Optimierungspotenzial, gerade bei der Weiterentwicklung der Tourismusabgaben. Wir haben uns dann Gedanken gemacht und auch bei der Stadt im Rat gefragt, wie wir unsere Anliegen am besten in diesen Prozess einbringen können. Und wir stehen jetzt vor der unbefriedigenden Situation, dass für eine Änderung von uns in dem B&A vorgeschlagenen Reglement nach dem kantonalen Gesetz wiederum eine Anhörung der LTAG nötig wäre. Und dass zeitlich nicht möglich ist, ohne den B&A wesentlich zu verzögern. Die Schwierigkeit ist, wo bringt man seine Anliegen als Parlamentarierinnen und Kommissionsmitglied ein, wenn der Prozess mit der Verhandlung und Anhörung bereits abgeschlossen ist? Wir haben uns darum überlegt, das Geschäft zurückzuweisen, haben uns aber jetzt entschieden, unsere Anliegen mittels Protokollbemerkungen als Prüfauftrag für die Zukunft einzubringen und dem Reglement und dem Sonderkredit, so wie es heute hier vorgeschlagen wird, trotzdem zuzustimmen. Ein Grund für die Entscheidung ist auch, dass sich die Tourismusbranche von Corona am Erholen ist und momentan auch mit den hohen Energiepreisen und dem Fachkräftemangel zu kämpfen hat. Und darum ist für uns eine schrittweise Erhöhung sinnvoller. Wir werden aber eine Protokollbemerkung stellen, die fordert, die im Quervergleich immer noch tiefe Kurtaxe in Zukunft jeder Kategorie um einen weiteren Franken anzuheben und auch Pauschalen analog anzupassen. Die Stadt Luzern als touristisches Zentrum mit einer geschätzten Frequenz von 9,4 Millionen Besuchern wird dann immer noch vergleichsweise tief und unter zum Beispiel den Ansätzen von Basel und Bern liegen. Mit dieser Erhöhung soll der Spielraum der Stadt vergrößert werden, ohne dass die bisher von der LTAG über Kurtaxengelder finanzierten Projekte wie zum Beispiel das ÖV-Ticket gefördert werden und indem man bestehende Strukturen nutzt und an bestehende Instrumente anknüpft. Auch für uns ist die Erhöhung der Aufenthaltsdauer der Gäste in Luzern zentral. Es ist darum erfreulich, dass die Verweildauer schon von 1,7 auf 1,8 Logiernächte gestiegen ist. Wir haben aber das Gefühl, wir könnten eine weitere Verlängerung auch mit einem gut ausgebauten und attraktiven Kulturangebot erreichen. Wir werden darum eine Protokollbemerkung stellen, die beinhaltet, dass ein Teil dieser Gelder aus dieser weiteren Erhöhung im Veranstaltungsfonds der LTAG und im K&S-Fonds der Stadt zugutekommt. Selbstverständlich immer unter Einhaltung der kantonalen Vorgaben für Kurtaxen. Wir halten es außerdem auch für sinnvoll, dass von dem Geld aus der Erhöhung die Stadt einen eigenen Investitionsfonds für touristisch genutzte Infrastruktur öffnet, weil das Know-how, das Geld zielgerecht einzusetzen, bei der Stadt vorhanden ist und werden auch hier dazu eine Protokollbemerkung stellen. In diesem Sinn treten wir auf den B&A ein, werden der Reglementsänderung zustimmen und im Sonderkredit auch. Für die SVP-Fraktion der Thomas Gfeller. Geschätzter Herr Präsident,
Geschätzter Stadtrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bericht unterstreicht nochmal in aller Deutlichkeit, wie wichtig der Tourismus für die Stadt und für die Region Luzern ist. Allein in der Stadt generiert der Tourismus rund 7'800 Arbeitsplätze und eine Wertschöpfung von insgesamt 849 Millionen Franken. Bei den letzten Diskussionen, wo es um den Tourismus gegangen ist, haben wir bereits schon erwähnt, dass man erst etwas vermissen kann, wenn man es mal gehabt hat und wenn es nicht mehr zur Verfügung steht. So ist es auch beim Tourismus. Vor der Pandemie haben wir gejammert, wir hätten zu viele Asiaten, zu viele Inder. Während der Pandemie sind die Besuche ausgeblieben. Da haben wir uns gewünscht, dass möglichst viele Schweizer unsere schöne Stadt besuchen. Und nach der Pandemie probieren wir zwangshaft, die zwei Gruppierungen so zu vereinen, dass die Gruppenströme möglichst sozialverträglich für die hiesige Bevölkerung ist. Und am liebsten würde man noch bestimmen, wo die Touristen hingehen sollen, wie sie dort hingehen sollen und wie lange sie am Ort sollen verbleiben sollen. Das ist momentan die Tourismuspolitik, die in der Stadt Luzern betrieben wird. Ich bin übrigens auch Stadtluzerner und ich störe mich nicht an diesen Touristen. Es ist sehr herausfordernd, wenn man auf der einen Seite sagt, jeder ist willkommen, unabhängig von Wertschöpfung, die generiert wird, und auf der anderen Seite schreibt man vor, was er zu tun und zu lassen hat. Aus der Sicht von der SVP beißt sich das stark. Wir haben schon andere Zeiten in dieser Stadt erlebt, als einige Herren Tourismusdirektoren nach Asien gereist sind und Luzern als die Destination angepriesen haben. Touristen bringen Wertschöpfung, bringen kulturelle Vielfalt und beleben die Stadt, beleben unsere Region. Für die SVP ist es wichtig, dass wir uns dessen immer wieder vor Augen führen. Aus dem B&A ist zu entnehmen, dass die Entwicklung der Tourismusströme im Einklang mit dem Erhalt der Lebensqualität der Bevölkerung erfolgen soll. Das ist vermutlich die Wunschvorstellung von jedem. Die Realität ist aber leider eine andere. Die Opportunitätskosten müssen getragen werden. Für ein sinnvolles Nebeneinander bleibt meist nur der gute schweizerische Kompromiss. Dass sich Politik zur Frage des Tourismus äußert und eine Vision definiert, ist völlig okay. Jedoch zweifeln wir stark an, dass jetzt gerade Politiker die absoluten Kenner der Tourismusbranche sind. Daher ist es wichtig, dass die Betreuung der Märkte in die Hand gegeben wird, die sich damit auskennen und täglich damit konfrontiert werden. Die Profis müssen sich immer und immer wieder die Frage stellen, wie kann man die Stadt Luzern quantitativ, wie aber auch qualitativ besser vermarkten. 550'000 Franken ist viel Geld, jedoch im Vergleich zur gesamten Wertschöpfung von 849 Millionen, die Luzern generiert, ein Klacks. Das sind lediglich 0,06%. Eben genau um den Marketingbeitrag von 460'000 Franken und Kongressbeitrag von 90'000 Franken muss die LTAG jetzt Rechenschaft abgeben, dass sie keine Werbung in fremden Märkten macht. Im B&A heisst es klar, die von der Stadt gewährten Mittel. Und das sind notabene die 460 respektive 550'000 Franken. Zum Glück hat die Tourismus AG Luzern noch weitere Quellen, wo sie Geld generieren kann. Und somit besteht die Hoffnung, dass wir uns nicht ganz isolieren und verbarrikadieren. Mit den Gebühren im Kurtaxenreglement wären wir soweit einverstanden gewesen. Was aus der Sicht der SVP jedoch überhaupt nicht geht, ist die Änderung von Artikel 5, wo bis anhin so organisiert war, dass Kurtaxengelder von der Stadt an die LTAG überwiesen werden und die dann entschieden hat, wie die Mittel eingesetzt werden. Mit der Änderung von Artikel 5 Absatz 2 heisst nun, dass die Stadt die Verwendung der Kurtaxe in einer Verordnung regeln. Das bedeutet im Klartext, dass die Hoheit der Mittelverwendung nicht mehr bei LTAG ist, sondern neu durch die Stadt geregelt wird. Damit man das regeln kann, braucht man jetzt eine neue Stelle. Der Stadtrat schreibt eine befristete Stelle, die durch die Kurtaxengelder finanziert wird. Wie lange die befristete Anstellung dauert, ist so wie des Öfteren nicht definiert. Die Tourismusvision ist auf 2030 ausgelegt. Sie können ganz schnell selber ausrechnen, dass vermutlich der Antrag vom Stadtrat für eine Stellenumwandlung für eine fixe Stelle sehr schnell erfolgen wird. Das Ziel, das man mit dieser neuen Stelle offensichtlich und bewusst anstreben will, ist Kontrolle, respektive die Einflussnahme
auf den Restenström in der Stadt Luzern. Man will bewusst steuern, wer von woher kommt und wie lange er bei uns bleiben soll. Lena hat vorher der ideale Tourist beschrieben. Für uns hat das den Anschein, dass in irgendwelchen Büros Parameter und Entscheidungskriterien festgelegt werden, wer als guter und wer als böser Tourist eingestuft wird. Guter Tourist soll bleiben, die bekommen Geld. Ein böser Tourist, schön, dass sie da sind, aber es ist Zeit, dass sie gehen. Ich habe kein Werbegeld darüber. Wir wissen, dass es zweifellos Gruppierungen gibt, die ein hohes Interesse daran haben, zu bestimmen, was für die Luzerner Bevölkerung gut und schlecht sein soll. Sie machen ihren Einfluss breit und sind der Meinung, dass ihre Lösungen die beste Lösung für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sind. Deren Auffassung ist die SVP nicht. Wir sind mit dem Vorgehen nicht einverstanden, dass sich die Politik bei der Tourismusfrage noch mehr in das ganze Tagesgeschäft einmischt. Die Politik soll Rahmenbedingungen definieren. Das ist der Job der Politik. Römisch 1, der Sonderkredit für 2023 bis 2027 von diesen 2,5 Millionen, dem stimmen wir zu. Römisch 2, Änderung vom Kurtaxe-Reglement, lehnen wir aus den eben erwähnten Gründen ab. Vielleicht noch ein Hinweis. Mit dieser Ablehnung ist es ja nicht so, dass kein Kurtaxe-Reglement besteht und wir nicht weiterarbeiten können. Es besteht nach wie vor eins, wenn es einfach nicht anpasst. Für die Mitte-Fraktion Andreas Felder. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Tourismus hat die Stadt Luzern historisch geprägt und ist auch heute noch zentral für das kulturelle, aber auch für das gesellschaftliche Angebot. Und auch, wie wir es bereits mehrfach gehört haben, ein zentrales wirtschaftliches Standbein. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sein und erkennen, dass sich gewisse Leute vom Teil des Tourismus beeinträchtigt wird und dass gewisse Leute in dieser Stadt eine andere Vorstellung haben, was der optimale Tourismus ist, als das, was wir teilweise bei uns vor Corona erlebt haben. All die verschiedenen Interessen hat man in einem breit abgestützten Partizipationsprozess versucht aufzunehmen, alle Anliegen zu definieren und Massnahmen dazu getroffen, sodass der Tourismus nachhaltig entwickelt und von der Stadtbevölkerung auch mitgetragen wird. Ich bin darum schon ein bisschen erstaunt, wenn ich von meiner Vorrednerin von der SP eine eigene Definition von einem optimalen Tourist zu hören bekomme, was wir nachher als Grundlage nehmen für die weitere Vereinbarungen mit der LTAG. Aber zurück wieder zu meinem Text. Wir begrüssen es darum, dass man die Vision Tourismus umsetzen kann, dass man jetzt bereits mit der LTAG zusammengesessen ist und konnte eine neue Leistungsvereinbarung aushandeln. Aus unserer Sicht hat man die wesentlichen Punkte, die wesentlichen Ziele aus der Vision Tourismus übernommen. Die Steigerung der Wiederholungsgäste, die Plafonierung des Gartourismus, die Senkung der Klimabelastung, die Förderung von mehrtägigen Kongressen, auch ein ausdrücklicher Wunsch aus dem Parlament, dass man in den Fernmärkten mit den Beiträgen der Stadt Luzern keine Werbung mehr macht, alles umgesetzt. Die Punkte haben uns auch nicht immer gefallen, aber wir stehen dazu, dass wir das im B&A Tourismusvision so verabschiedet haben. Die vorliegende Leistungsvereinbarung ist dann mit den betroffenen Leistungspartnern ausgehandelt worden und wird von denen auch mitgetragen. Darum sind wir eigentlich generell auch der Meinung, dass jetzt nicht Zeit für Cherrypicking ist und dass man sich jetzt hier noch einzelne Wünsche rausnehmen und die jetzt im Nachhinein noch in die Vereinbarung eindrücken oder eben dann als Wunsch für eine nächste Vereinbarung. Denn die Erhöhung der Kurtaxe haben wir auch schon gehört, 50 Rappen können wir nicht so gut beurteilen, aber auch hier wieder, das ist in Absprache mit den beteiligten Partnern getroffen worden und wird von denen noch als angemessen erachtet. Denen können wir darum auch zustimmen. Zum Rückbehalt von diesen 160'000 Franken, wir haben es schon von meinem Vorredner von der FDP gehört, ist fraglich, ob das wirklich im Sinn und Zweck der Kurtaxen ist, eine Verwaltungsstelle zu finanzieren. Wir sind bereits bei der Diskussion vom B&A skeptisch gewesen. Wir sehen jetzt aber keinen Grund, wegen dem jetzt auf den B&A nicht einzutreten oder den abzulehnen. Wir werden darum auf das Geschäft eintreten und voraussichtlich auch zustimmen, sofern nicht wesentliche Änderungen beschlossen werden. Für die grünliberale Fraktion Christina Lüttalf.
Ja, geschätzter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und geschätzte Kollegen. Die Fraktion der Grünliberalen bedankt sich bei der Stadt Luzern für den einmal mehr sehr ausführlichen und fundierten Bericht und der LTAG für die dauernd gute Zusammenarbeit. Wir begrüßen die neuen Leistungsvereinbarungen sowie die Teilrevision des Kurtagsreglements und hoffen, dass so die lang ersehnte Balance zwischen der Stadt Luzern, seiner Bevölkerung und Tourismus kann eintreten. Denn Luzern und der Tourismus ist wahrlich eine Schicksalsgemeinschaft. Schon im 18. Jahrhundert hat Luzern als beliebter Zwischenstopp für Fußwanderer in Richtung Gotthardpass oder an Genfersee gedient, wo man hat können die herrliche Aussicht der Vierwaldstättensee im Alpenkranz geniessen. Bald aber hat das Ringen mit dem aufstrebenden Tourismus angefangen. Denn die Ausdehnung des europäischen Eisenbahnnetzes gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat die Mobilität beschleunigt, einerseits und den Zustrom der Touristen verstärkt, aber andererseits auch die Aufenthaltsdauer verringert. Schon zu dieser Zeit. Es war auch die Zeit, in der nach dem Vorbild von Thomas Cook die ersten Gruppenreisen auch in Luzern Einzug gehalten haben. Die haben den Bekanntheitsgrad Luzerns gefördert, sind aber auch massgebend an der Qualitätsverschlechterung des Tourismus verantwortlich gewesen. Denn durch die Gruppen abgeschirmter Reisenden sind weniger ausgabenfreudig gewesen und die straff organisierten Reisegruppen haben meist nur eine kurze Aufenthaltstour zugelassen. Man kann sagen, die Gruppen haben einen negativen Einfluss auf das Image von Luzern als Treffpunkt der Reichen und Schönen dieser Welt gehabt. Im ständigen Kampf um eine längere Aufenthaltstour hat man Touristen durch Sehenswürdigkeiten nach Luzern gelockt oder versucht zu locken. Es ist der Gletschergarten entstanden, das Bourbaki-Panorama, Seebäder, Tennisbahn, um nur einige zu nennen. Baudenkmäler wie Hof und Jesuitenkiller und Musegmur sind populär geworden. Das Casino ist erstellt worden, das Konzertsaal, dann an der Meilibau, das Kunstmuseum und natürlich das Highlight, das KKL. Aber das eigentliche Wahrzeichen der Stadt Luzern war die Kappelbrücke mit dem Wasserturm, der im Laufe der Zeit Weltraum erlangt hat. Aber der Könner weiss, die Brücke hat eigentlich abgerissen werden sollen, denn nur dank energischer Interventionen von hauptsächlich angelsächsischen Presseleuten ist es verhindert worden. Im Verlauf der Zeit hat der Gruppen- und Kartourismus sowie die Reisenden aus Übersee sich durchgesetzt, so sehr, dass sie heute von der Wunschliste gestrichen sind und Fernmärkte mit einem Werbeverbot auferlegt werden. Heute verfolgt LTAG die Premium-Qualitätsstrategie. Das heisst, die Anzahl der Wiederholungsgäste soll gesteigert werden, die Aufenthaltsdauer erhöht, ein idealer und beständiger Gästemix und eine bessere Auslastung unter der Woche und in den Nebensaison soll angestrebt werden. Mit der neuen Leistungsvereinbarung sollen die Weichen für eine noch spürbarere Erhöhung von der Aufenthaltsdauer und Lebensqualität sichergestellt werden. Klingt gut, klingt auch etwas bekannt. Denn schon 1993 hat der Regierungsrat ein kantonales Tourismusförderungskonzept ausgearbeitet, mit dem eine sozialverantwortliche, umweltverträgliche und wirtschaftlich ergiebige, qualitätsorientierte und regional angepasste Tourismusentwicklung angestrebt werden sollte. Das Konzept hat vorgesehen, die Aufenthaltsdauer der Gäste, die damals auch bei 1,7 Tagen gelegen ist, und die Wertschöpfung im Tourismusbereich zu erhöhen, die Abhängigkeit von Saison sowie einzelnen Herkunftsländern zu reduzieren. Um die Stadt Luzern besser zu positionieren zu können, ist 1996 eine CI-Strategie entwickelt worden mit der Formulierung vom Leitsatz Lebensraum Luzern, offene Stadt im Gleichgewicht. Zurück zu 2022. Stehen wir am gleichen Ort oder schaffen wir es mit den neu formulierten Zielen der LTAG und der Steuerungsmassnahmen der Stadt Luzern, einen echten Wandel in der Tourismusindustrie hervorzubringen? Positiv und neu finden wir die Orientierung der LTAG an der übergeordneten Definition der Welttourismusorganisation für eine nachhaltige Entwicklung, die Sustainable Development Goals, sowie von dem Global Destination Sustainability, kurz GDS-Index. Denn wer auf dem Weltmarkt mitspielt, dem steht es auch gut, über die Grenzen zu schauen und sich mit den Besten zu messen. Es gilt, die Gesamtsicht zu bewahren, was Luzern will, wo man hin will
wo man sich auch in 20 bis 30 Jahren sieht. Es ist eine Daueraufgabe mit langfristigen Perspektiven. Die dazu geschaffene 80%-Stelle, wo, so wie ich das entnommen habe, bis 2025 befristet ist, dient der Ausarbeitung des Umsetzungsplans und der Detailmassnahmen. Vielleicht wird das den lang ersehnten Durchbruch in der Qualität unseres Tourismus bringen. Nun, Zeit wird es zeigen. Die Fraktion der GLP tritt auf den B und A ein und stimmt dem Sonderkredit von 2,75 Millionen Franken zu für die Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Luzern und der LTAG zu und wird den Änderungen des Kurtaxenreglements annehmen. Dankeschön. Für die Grüne und Junggrüne Fraktion Christa Wenger. Geschätzter Präsident, geschätzter Stadtrat, meine Damen und Herren. Ich schließe mich gerne im Dank von meinen Vorrednern und Vorrednerinnen an. Und im Bericht und Antrag wird klar betont, dass auch und vor allem im Bereich Tourismus die Anliegen aus verschiedenen Strategien mit zusammengedenkt und auch zusammengeführt werden. Verschiedene Dienstabteilungen sind herausgefordert, hier zusammenzuarbeiten. So wird auch die Chance grösser, dass das Zusammenspiel der Anliegen der Tourismusorganisationen und der Bedürfnisse und der Anliegen der Bevölkerung besser funktioniert. Die Grün-Junggrün-Fraktion begrüßt sehr, dass im B&A so ein Bekenntnis zu einem übergreifenden Denken und Planen formuliert wird. Das ist eines von unseren Hauptanliegen bei Vision Tourismus 2030. Die Protokollbemerkungen aus der Debatte zum B&A zur Vision 2030 sind weitgehend in der Überarbeitung von Leistungsvereinbarung und vom Kurtaxenreglement aufgenommen worden. Da hat sich die Arbeit für alle gelohnt. Die Stadt ist jetzt auf dem Weg, schrittweise die Entwicklung des Tourismus mehr mitzugestalten. Das ist ein weiterer erfreulicher Aspekt. Da gehört auch die Finanzierung von Projektleitungsstellen dazu. Wir sind aber überzeugt, dass wir in Zukunft Ressourcen von Stadt noch stärker zum Mitgestalten von touristischen Angeboten nutzen können. Das wird zum Teil Gegenstand der Detailberatung sein, formuliert als Wunsch für zukünftige Vereinbarungen. Die Grün-Junggrün-Fraktion tritt auf den B&A ein, wird dem Sonderkredit und den Änderungen im Kurtaxenreglement zustimmen. Silvio Bonzanigo. Geschätzter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Zuerst einmal eine mittelprächtige Entschuldigung an die Mitte. Ich habe sie in den letzten Debatten mehrfach als CVP bezeichnet und ich denke, niemand würde sich gerne mit lahmen Federn schmücken. Jetzt zum vorliegenden Thema heute. Ordnungspolitisch tue ich die Haltung der SVP unterstütze in dieser Frage bezüglich dem Verhältnis von Politik und Staat, was den Tourismus betrifft. Ich nehme nach wie vor massiv Anstoß an dieser in der Beratung überwiesenen Protokollbemerkung 7, wo sagt, wir müssen auf Werbeaktivitäten in fernen Märkten verzichten. Ich finde, das ist nicht angängig, das entspricht nicht dem, was die Aussenwirkung von dieser Stadt hat, die jahrelang wollen sein. Ich halte die Protokollbemerkung, die jetzt ja auch eingeflossen ist, ich halte die für dirigistisch, provinziell, besserwisserisch, eurozentrisch, letztlich auch xenophob. Passt nicht in die Politik, die ich für angemessen finde für die Stadt Luzern. Ich werde mich darum bei diesen Beschlussziffern 1 und 2 enthalten. Danke. Stadtrat Martin Merki. Ja, geschätzter Präsident, liebe Gäste, sehr verehrte Damen und Herren, Luzern, die Stadt Luzern gehört schon seit langem zu den erfolgreichsten Destinationen im Alpenraum. Zum breiten und vielfältigen Tourismus gehören das Gastgewerbe, der Detailhandel, Reiseveranstalter, Verkehrsbetrieb, aber auch Kulturinstitutionen und Unterhaltungsbetriebe. 7'500 Arbeitsplätze, vielleicht auch mehr, sind in der Stadt Luzern mit dem Tourismus verbunden. Das ist sehr viel. Sein Bekenntnis zum Tourismus hat der Stadtrat in der Gemeindestrategie zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig nimmt der Stadtrat Bedürfnisse und Bedenken von der Bevölkerung sehr ernst. Dazu hat es eine repräsentative Befragung gegeben. Ein Resultat war, dass die Auswirkungen und die Akzeptanz des Tourismus in der Bevölkerung vermehrt
kritisch diskutiert werden. Wir sind jetzt an einem wichtigen Punkt der politischen Beschäftigung mit dem Thema. Mit der Vision Tourismus hat die Diskussion einen Höhepunkt erreicht. Und jetzt, mit der neuen Leistungsvereinbarung, geht es dann in die konkrete Umsetzung. Die tourismuspolitische Diskussion geht weiter. Garparkierung ist nur eins und das neueste Beispiel dafür. Mit der Vision Tourismus Luzern 2030 betont der Stadtrat die Bedeutung des Tourismus und gleichzeitig die Bedeutung von einer nachhaltigen Entwicklung, die bündig muss sein mit der Lebensqualität der Bevölkerung. Darum ist die Erhöhung der Aufenthaltsdauer ein zentraler Aspekt. Die Vision Tourismus ist Anfang Jahr zustimmend mit 8 Protokollbemerkungen zur Kenntnis genommen worden. Dann haben die Arbeiten für die neue Leistungsvereinbarung angefangen. Die Haltung aus der Vision ist eingeflossen und auch Protokollbemerkungen in die neue Leistungsvereinbarung mit der LTAG und die Überarbeitung des Kurtaxenreglements und der Verordnungen. Es hat mehrere Verhandlungsrunden gegeben und zahlreiche Gespräche. Dabei sind die Anliegen, insbesondere die Leitlinien und Orientierungswerte aus der Vision, bewusst und möglichst umfassend eingearbeitet und Protokollbemerkungen aus dem Parlament adressiert worden. Das sehen Sie in der Übersicht im Bericht. Die Einarbeitung trifft auch für die Reglemente und Verordnungen zu. Da ist es darum gegangen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf die Vision abzustimmen. Dabei ist es im Stadtrat ein besonderes Anliegen, dass über Kurtaxen und Beherbergungsabgaben finanzierte Leistungen wie beispielsweise ÖV-Billett sichergestellt werden kann. Der Stadtrat ist überzeugt, dass mit den überarbeiteten gesetzlichen Grundlagen und der neuen Leistungsvereinbarung die Weichen auf dem Weg zur Umsetzung der Vision Tourismus Luzern 2030 gestellt worden sind. Simon Roth. Ja, geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Silvio Bonzanigo hat uns eben eigentlich vorgeworfen, dass wir xenophob sind. Das lasse ich nicht auf mir setzen oder auf uns. Ich erwarte von ihm umgehend eine Entschuldigung oder sonst einen Verweis durch das Ratspräsidium. Silvio Bonzanigo. Kollege Simon Roth, wird etwas ausmachen, das so zu wiederholen, dass man es allgemein versteht und was die Erwartung ist? Eine Entschuldigung für was denn? Dass unsere Forderungen, Entschuldigung, aber dass unsere Forderungen xenophob sind, die wir hier im Parlament geäussert haben. Das kann ich so nicht auf mir setzen, es tut mir leid. Silvio Bonzanigo. Darf ich gerade antworten? Xenophob heisst bekanntlich fremdenfeindlich. Und das ist es. Man tut Kulturkreis, will man nicht da haben als Touristen. Man will die ausschließen. Die Entschuldigung, die wird nicht erfolgen. Simon Roth. Wir schließen niemanden aus. Es ist darum gegangen, wo man Werbung macht und wo nicht. Und das ist beim Gottes Willen nicht xenophob. Und ich erwarte eine Entschuldigung jetzt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich bin auch nicht sicher, ob die Wortwahl angemessen ist. Aber ich mache beliebt, dass ihr die Diskussion nachher trotzdem bilateral führen könnt. Gibt es etwas aus dem Rat zum Eintreten? Ich habe keinen Antrag auf Nicht-Eintreten gehört. Wir sind also auf das Geschäft eintreten und kommen zu der Detailberatung. Ich gehe kapitelweise vor. Wir sind beim Kapitel 1, Ausgangslage, Seite 6. Da gibt es eine Protokollbemerkung von der Geschäftsprüfungskommission. Kommissionspräsident Gianluca Bardini. Geschätzter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie erwähnt hat die GPK die erste Protokollbemerkung Seite 6 und folgend. Kapitel 1.1, Einordnung Tourismus, beschlossen. Ich werde sie vorlesen im Wortlaut. Sie lautet wie folgt. Der ökologische Fußabdruck des Tourismus in der Stadt Luzern wird im jährlichen Reporting in der Geschäftsprüfungskommission ausgewiesen.
Der Stadtrat opponiert der Protokollbemerkung nicht. Gibt es Äußerungen dazu aus dem Rat? Dann ist die Protokollbemerkung überwiesen. Gibt es etwas weiteres zum Kapitel 1? Dann kommen wir zum Kapitel 2, Umsetzung Vision Tourismus Luzern 2030, ab Seite 19. Da gibt es eine Protokollbemerkung erneut aus der Geschäftsprüfungskommission auf Seite 21. Entschuldigung, dass ich da vorgegriffen habe. Geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau wie erwähnt bei Kapitel 2.2.4, Vorgabe und Zielvereinbarung, Leistungsblock B, hat die GPK eine Protokollbemerkung mit Stichentscheid überwiesen. Ich lese sie vor im Wortlaut. Der Kriterienkatalog zur Förderung von Kongressveranstaltungen umfasst auch Aspekte der Dimension Gesellschaft und Umwelt. Der Kriterienkatalog und die Namen der geförderten Kongressveranstaltungen sind öffentlich einsehbar. Der Stadtrat opponiert dieser Protokollbemerkung. Gibt es Wortmeldungen? Stadtrat Martin Merki. Ja, der Stadtrat opponiert grundsätzlich dieser Protokollbemerkung. Wir haben das Stadtratsbeschluss vom 2. November kundgetan. Allerdings haben inzwischen weitere Diskussionen stattgefunden. Und es ist ja so, dass bereits die Kriterien zur Kongressförderung die sind online. Und LTAG hat sich hier offen gezeigt, auch die Namen der Kongress, die gefördert werden, auch online zu machen. Man kann das selber googlen unter Luzern Kongressförderung, erster Link. Und soll auf der gleichen Seite aufgeschaltet werden. Also die Diskussion geht weiter. Stadtrat hat ja nicht gesagt, dass er grundsätzlich gegen Transparenz ist. Im Gegenteil, die Diskussion ist jetzt einfach weiter. Und insofern ist das eine leichte Relativierung von der Haltung des Stadtrats. Andreas Felder hat sich noch gemeldet. Ja, Mitte wird die Protokollbemerkung ebenfalls ablehnen. Gegen Transparenz spricht nichts. Aber wenn man die so liest, dann hat man doch eine Wertung drin, wo man dann je nach Standpunkt verschieden hat. Und darum, ich glaube, da bringt man der TAG nur zu mehr Problem, als dass man Lösungen haben kann. Und ich bin mir sicher, egal wie man entscheidet, der eine oder andere ist nicht einverstanden. Simon Roth. Ja, geschätzter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke dem Stadtrat für die Ausführung. Wir werden der Protokollbemerkung der GPK weiterhin zustimmen. Die fordert ja auch nicht eine Neuverhandlung der Leistungsvereinbarung, sondern sie verlangt, dass künftig eine transparente Überverwendung von diesen öffentlichen Geldern herrscht. Das soll so offenbar auch passieren. Und dass Kongresse nicht einfach um Kongresseswillen gefördert werden. Bis jetzt sind es rein wirtschaftlich formelle Kriterien zur Förderung. Wir sind der Meinung, dass hier auch gesellschaftliche und ökologische Aspekte eine Rolle spielen sollen, weil es geht immerhin um die Verwendung von öffentlichen Geldern. Unmittelbarer Anlass, das kann man ja schon sagen, für die Protokollbemerkung war der Erdölkongress von der Firma Schlumberger im Herbst. Eine Firma, die im Offshore-Steuerparadies Curaçao beheimatet ist. Eine Firma, die vor einigen Jahren die grösste Geldstrafe müssen zahlen musste, die jedes Unternehmen in der Geschichte der USA wegen der Umgehung von Sanktionen haben müssen zahlen. Abgesehen davon eine Firma mit einem Jahresumsatz von 48 Milliarden Franken, die vermutlich nicht auf die Kongressförderung von der Stadt Luzern angewiesen ist. Ich finde, wenigstens so muss transparent sein. Man muss können auch sagen, wieso fördert man jetzt den Kongress oder eben nicht. Am besten ist natürlich, wir finden wirklich mit der LTAG außerhalb von der Leistungsvereinbarung eine gemeinsame Lösung. Aber wenn das nicht möglich ist, dann ist das ein Auftrag im Hinblick auf eine zukünftige Leistungsvereinbarung ab 2028. Und damit das eben nicht vergessen geht, ist die Protokollbemerkung genau das richtige Instrument dafür. Nochmals, wie bereits meine Kollegin Lena Hafen gesagt hat, es geht um einen Prüfauftrag für die Zukunft, nicht um eine neue Verhandlung von der Leistungsvereinbarung. Und insofern hoffe ich, dass damit die Bedenken vom Stadtrat gegenstandslos geworden sind. Mike Hauser. Geschätzter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die FDP-Fraktion wird ablehnen. Ich probiere es nicht zu erklären, warum.
Kongressförderung, der Beitrag von der Stadt ist ein Teil der Kongressförderung. Der Kriterienkatalog wird aber generell so angewendet. Wenn wir die Protokollbemerkung überweisen will, müssen wir sie sehr auf das beschränken, auf das Geld, das von der Stadt kommt. Und die anderen Gelder, die in diesem Topf drin sind, von anderen Finanzierern, dürften nicht über den gleichen Leist gezogen werden. Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung über die Protokollbemerkung. Ich lese sie noch einmal vor. Der Kriterienkatalog zur Förderung von Kongressveranstaltungen umfasst auch Aspekte der Dimension Gesellschaft und Umwelt. Der Kriterienkatalog und die Namen der geförderten Kongressveranstaltungen sind öffentlich einsehbar. Wer der Protokollbemerkung zustimmen will, soll das jetzt mit Hand erheben bezeugen. Wer es ablehnt, Enthaltungen. Sie haben die Protokollbemerkung überwiesen. Ich bitte alle Ratsmitglieder, bei einer von diesen drei Varianten jeweils teilzunehmen. Wir gehen weiter im Detail. Und sind beim Kapitel 2. Gibt es noch eine Äußerung zum Kapitel 2? Wir kommen zum Kapitel 3.1. 3.1.1, Seite 23. Präsident der Geschäftsprüfungskommission, Gianluca Pardini. Besten Dank, geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie eingangs erwähnt, hat die GPK drei Protokollbemerkungen überwiesen und die dritte ist einstimmig überwiesen worden zu Kapitel 3.1.1, Ausgangslage. Ich lese im Wortlaut vor. Die Richtlinien und Beitragskriterien zur Beurteilung von Gesuchen an den Veranstaltungs- und den Infrastrukturfonds der LTAG sowie die Zusammensetzung des Kurtaxenbeirats werden transparent gemacht. Der Stadtrat opponiert bei dieser Protokollbemerkung. Gibt es Wortmeldungen? Stadtrat Martin Merki. Ja, wieso hat der Stadtrat opponiert? Das gilt auch für die Forderung, Protokollbemerkung, hat opponiert. Weil wir natürlich in einem Prozess sind, in Verhandlungen mit der LTAG. Wir können nicht einfach die LTAG dekretieren, ihr macht jetzt das. Also das ist eine Partnerschaft und da reden wir miteinander. Und aus dem Grund haben wir jetzt auch weiter mit der LTAG geredet. Und ich kann an dieser Stelle einfach sagen, dass wir die Namen der unterstützten Veranstaltungen, das war ja noch offen gewesen, dass man auch das wird online einsehbar machen und bestrebt ist, das auf Anfang nächstes Jahr umzusetzen. Lina Hafen. Ja, geschätzter Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir sind für die Überweisung dieser Protokollbemerkung aus der GPK. Auch im B&A ist schon festgestellt worden, dass bezüglich Kommunikation und Transparenz dazu, was mit der Kurtaxe finanziert wird, ein Nachholbedarf besteht. Für uns gehört zur Transparenz aber nicht nur, was finanziert wird, sondern auch nach welchen Kriterien und von wem die Gelder vergeben werden. Und wir glauben, mit dieser Transparenz könnte die LTAG eine positive Auswirkung erzielen und auch die Gesuchstellenden würden profitieren. Wir können die Antworten vom Stadtrat, dass er einen begrenzten Einfluss hat, zwar nachvollziehen, sprechen uns aber mit der GPK dafür aus, dass er diese Bemerkung in dem Sinn trotzdem als Prüfauftrag entgegennimmt und sich bei der LTAG für die Transparenz einsetzt. Gerade weil ja von der LTAG wirklich auch positive Signale in die Richtung gekommen sind. Es geht also nicht darum, jetzt nochmal neu zu verhandeln, sondern dass der Stadtrat bei künftigen Verhandlungen sich für Transparenz einsetzt und vielleicht geht es dann dank diesen positiven Signalen eben sogar schneller als erst mit der nächsten Leistungsvereinbarung. Ich sehe keine weiteren Worte. Stadtrat Martin Merkli, Entschuldigung. Ich glaube, ich bin vorher nicht ganz richtig verstanden worden. Der Stadtrat hat gesagt, die Protokollbemerkung wird umgesetzt und es haben dazu auch schon Gespräche stattgefunden. Und der letzte Punkt, dass die Namen der unterstützten Veranstaltungen online einsehbar werden sein, da ist man auf Seite der LTAG bestrebt, das auf Anfang nächstes Jahr umzusetzen. Das heisst, mit anderen Worten, Die Forderung in dieser Protokollbemerkung oder der Wunsch in dieser Protokollbemerkung, der wird umgesetzt werden. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob alle zu der gleichen Protokollbemerkung geredet haben. Wir reden
von der Protokollbemerkung auf Seite 23. Ich wiederhole sie kurz. Die Richtlinien und Beitragskriterien zur Beurteilung von Gesuchen an den Veranstaltungs- und den Infrastrukturfonds der LTAG sowie die Zusammensetzung des Kurtaxenbeirats werden transparent gemacht. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Dann würden wir über die Protokollbemerkung abstimmen. Wer die Protokollbemerkung, die ich gerade vorgelesen habe, zustimmen will, soll das jetzt mit Handerheben bezeugen. Wer das ablehnt, Enthaltungen, Sie haben die Protokollbemerkung überwiesen. Wir sind im Kapitel 3, also 3.1, gibt es weitere Wortmeldungen im Kapitel 3.1. Lena Hafen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir schon dort sind, bei 3.1.2. Ich bin dort, ja. Okay. Geschätzter Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, da würde ich wie angekündigt drei zusammenhängende Protokollbemerkungen stellen und die dann auch gerade zusammen begründen. Es geht zum Ersten um die Erhöhung der Kurtaxe und die Verwendung von dieser expliziten Erhöhung für Kultur und den städtischen Infrastrukturfonds. Ich würde zuerst mal die drei Protokollbemerkungen vorlesen. Die erste lautet: Die Ansätze der Kurtaxen werden nach Anhörung der örtlichen touristischen Organisation um je einen weiteren Franken und die Jahrespauschale für Eigentümer und Dauermieter von Ferienhäusern und Wohnungen analog erhöht. Klammer Anpassung § 3 des Kurtaxenreglements. Klammer geschlossen. Die zweite lautet: Der Stadtrat wird beauftragt, die Verwendung eines Teils dieser Mehreinnahmen für den Veranstaltungsfonds der LTAG und den Kulturteil des städtischen KSV zu prüfen. Gemäß Vorgaben des kantonalen Tourismusgesetzes und nach Anhörung der örtlichen touristischen Organisation. Und die dritte lautet: Der Stadtrat wird beauftragt, einen städtischen Infrastrukturfonds für die Finanzierung städtischer touristischer Infrastruktur gemäß Vorgaben des kantonalen Tourismusgesetzes zu bilden, in den der andere Teil der Mehreinnahmen aus der Kurtaxenerhöhung fließt. Kurz zur Begründung. Moment. Ich habe es bereits gesagt, auch mit dieser zu prüfenden Erhöhung würde die Kurtaxe von der Stadt Luzern immer noch vergleichsweise tief und noch unter anderen Städten wie Basel und Bern liegen. Und mit dieser Erhöhung soll der Spielraum von der Stadt vergrößert werden, ohne dass man die bisher von der LTAG finanzierten Projekte gefördert. Für alle Beteiligten ist die Erhöhung der Aufenthaltszur ein zentrales Ziel. Für uns erreichen wir das auch mit einem gut ausgebauten und attraktiven Kulturprogramm. Darum soll ein Teil dieser Erhöhung im Veranstaltungsfonds der LTAG und im KSV der Stadt zugutekommen. Damit werden die finanziellen Möglichkeiten der LTAG allenfalls noch ausgebaut, aber man nützt auch beim KSV vorhandene Wissen, um Mittel für Kultur einzusetzen. Wie die Ausgestaltung und Verteilung denn genau aussehen, soll die Stadt prüfen. Auch der KSV müsste sich bei dieser Verteilung auf jeden Fall an die Vorgaben gemäss kantonalem Tourismusgesetz halten. Das heisst, er darf nur Projekte unterstützen, die überwiegend im Interesse der Gäste liegen. Wie das heute die LTAG mit ihrem Fonds auch schon macht, wo ja auch schon diverse Veranstaltungen unterstützt. Die richtige Verwendung der Kurtaxe kann beispielsweise vom Finanzinspektor jährlich geprüft werden, wie es er jetzt auch schon bei der LTAG macht. Wir halten es außerdem für sinnvoll, dass die Stadt prüft, ob sie aus einem Teil dieser zusätzlichen Einnahmen einen eigenen Fonds für touristisch genutzte Infrastruktur vorbildet, wo sie damit Infrastrukturprojekte mit touristischem Nutzen, wie zum Beispiel einzelne WC-Anlagen, Bänkli, Garhalteplätze oder heute habe ich noch gerade gesehen, die Entsiegelung vom Schweizerhof G etc. finanzieren können. In Fonds der LTAG werden bis jetzt nur gerade 50'000 Franken eingelegt. Das dünkt uns von der SP-Fraktion sehr wenig für Infrastrukturprojekte und wir haben das Gefühl, dass das Know-how auch bei der Stadt eigentlich besser vorhanden wäre, welche Infrastruktur viel von Gästen genutzt wird und wo wir das Geld sinnvoll einsetzen können. Ich möchte aber am Schluss noch einmal betonen, es geht uns nicht darum, das Reglement jetzt zu ändern. Wir werden in dieser Form zustimmen, wie es uns hier vorgeschlagen ist, aber wir werden aufzeigen, wie eine künftige Entwicklung für uns sollte oder könnte aussehen und in dem Sinn die drei Prüfaufträge stellen. Kommissionspräsident Gianluca Pardini. Geschätzter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die drei Protokollbemerkungen sind so auch in der Kommission gestellt worden und auch diskutiert worden. Die sind alle aber einzeln bei der Abstimmung knapp an einer knappen Mehrheit unterlegen. Andreas Felder.
Die Mitte-Fraktion wird die drei Protokollbemerkungen ablehnen, insbesondere aus drei Gründen. Erstens, was wir hier gehört haben, ist nach unserer Meinung eine Vermischung von städtischen Aufgaben und Tourismusförderung. Zweitens, so schnell einfach einen weiteren Franken bei den Kurtaxen hinzugehen, wagen wir zu bezweifeln, dass das verkraftbar ist, beziehungsweise man muss sich da einfach bewusst sein, dass die Margen in diesem Bereich eher tief sind, gerade jetzt noch nach Covid-Zeit. Und drittens wage ich mal zu bezweifeln, dass das noch gesetzeskonform ist, was wir jetzt hier vorher alles gehört haben, wie wir denn das Geld verwenden wollen. Kurtaxen sind ja immer noch gebunden ausgegeben. Mike Hauser. Geschätzter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDP-Fraktion wird die drei Protokollbemerkungen auch ablehnen. Viele Argumente habt ihr bereits gehört von Andreas Felder. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass es aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht wenig Sinn macht, dass wir jetzt zwei Kurtaxenabrechnungen machen oder vielleicht am Schluss sogar drei. Eine im Infrastrukturfonds, eine im K&S-Fonds und eine bei der Luzern Tourismus AG. Macht aus meiner Sicht definitiv keinen Sinn. Anträge können bereits heute für die Veranstaltungen, die überwiegend im Sinn des Gast stattfinden, bei der LTAG gestellt werden. Und dieser Wille, der ist bereits seit Jahren umgesetzt. Christina Lüttorf. Geschätzter Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, auch wir, die Fraktion der Grünen-Liberalen, werden die drei Protokollbemerkungen ablehnen. Wir finden jetzt den falschen Zeitpunkt, jetzt hier noch die Kurtaxe um einen Franken zu erhöhen. Etwas, was sicher auch hart diskutiert worden ist. Und zudem finden wir auch, dass Investitionen in öffentlichen Raum nicht nur über Touristen, sondern auch vor allem für die eigene Stadtbevölkerung selber passieren. Wir lehnen die drei Protokollbemerkungen aus diesem Grund ab. Christa Wenger. Also die Jung-Grün-Fraktion wird das Paket von Protokollbemerkungen annehmen. Ich möchte doch noch einmal darauf hinweisen, dass mit dem schnell oder jetzt sofort Erhöhen von Kurtaxen ist nicht das Thema. Es geht wiederum, das zu prüfen für zukünftige Reglementsüberarbeitungen. Und ich staune doch, dass die sich so explizit dagegen wehren, dass Tourismusförderung oder das Zusammenspiel von Tourismus und gemeinsamer Nutzung mit der Bevölkerung nicht eine städtische Aufgabe soll sein. Thomas Gfeller. Ja, geschätzter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Stadtrat. Ich glaube, das ist das, was ich eingangs erwähnt habe in meinem Votum. Es ist nicht Aufgabe von der Politik oder von irgendwelchen Organisationen zu bestimmen, was sie gerne hätten oder was für Wünsche das sie haben. Und im gleichen Atemzug, dort man für die Finanzierung, dort man nachher die Kurtaxe erhöhen. Wir lehnen die drei Protokollbemerkungen ebenfalls ab. Stefan Segesser. Geschätzter Herr Präsident, ebenso geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Christina hat das vorhin schon gesagt, oder? Was besonders störend ist an diesen Protokollbemerkungen, den drei, ist die Vermengung von Aufgaben und Kompetenzen, wo man da sich jetzt gegenseitig überkreuzt. Und dann ein Grundelement, wo ich jetzt würde sagen, man hat jahrelang versucht, die Aufgaben nicht zu entflechten, sondern die Töpfe endlich aufzuhören, dass es nicht immer 17'000 Töpfe gab. Das hat es nämlich auch im Tourismus gegeben, früher ganz verschiedene Töpfe. Man hat das bereinigt auf derjenigen, die Sinn machen, wo man kontrollieren kann, wo Aufgaben, Kompetenz und Richtlinie übereinstimmen. Und bei diesen Vorschlägen, auch wenn es ein Prüfauftrag ist, wird das außer Kraft gesetzt und gerade dann noch in K&S-Fonds, wo mit Billettsteuer geöffnet wird, jetzt da noch von der Kurtaxe her in einen Geldfräser lassen, das bringt wie das Fässchen zum Überlaufen. Es tut mir leid, das ist einfach ein weiterer Punkt, wo man sagen muss, nein, auch einen Prüfauftrag lehne ich ab. Lina Hafen. Christa hat schon gesagt, dass mit der Erhöhung ist wirklich nicht sofort gemeint, sondern ein Prüfauftrag in Zukunft. Und ich möchte nur noch schnell sagen, zu der Vermischung mit der Kurtaxe wären ja jetzt nicht Marketing
Massnahmen finanziert, sondern es wird ein Veranstaltungsfonds finanziert, es wird ein Infrastrukturfonds finanziert, es wird das ÖV-Ticket finanziert und Touristinfo. Und wir knüpfen mit diesen Protokollbemerkungen eben bereits an die bestehenden Punkte an und wollen nicht einfach neue Veranstaltungen so finanzieren, sondern es geht darum, mehr Geld zu generieren, dass man die Stadt Luzern als Kulturstadt attraktiver machen kann, auch für Touristinnen und Touristen aus allen Gegenden der Welt. Ich habe gerade keine Wortmeldungen mehr. Stadtrat Martin Merki. Ja, der Stadtrat opponiert der ersten Protokollbemerkung. Auch wenn sie sich auf die Leistungsvereinbarung ab 2028 bezieht. Also vielleicht einen kleinen Blick zurück. Auch schon die Erhöhung um 50 Rappen jetzt in der aktuellen. Das ist natürlich eine intensive Diskussion gewesen und man schaut miteinander, was es braucht. Und in erster Linie sind das die höheren Kosten für das ÖV-Ticket, die das notwendig machen. Und damit, mit dieser Erhöhung, können die wichtigsten Ausgaben via Kurtaxe gedeckt werden. Und 50 Rappen aktuell, das sieht noch wenig aus. Und es ist jetzt auch gesagt worden, und nochmal einen Franken mehr, das ist ja auch nicht so wahnsinnig viel. Aber man muss einfach wissen, eine Erhöhung nur schon um 50 Rappen, das ist 22 bzw. 25% der aktuellen Ansätze, das ist bereits sehr ambitiös. Es tut sich direkt auf den Produktpreis vom Hotel auswirken, von Beherbergungsgaststätten. Und das muss man einfach in die Überlegungen einbeziehen. Und eine weitere Erhöhung im aktuellen Umfeld wäre sie überhaupt nicht angezeigt. Und ich meine, in Zukunft müssen wir einfach schauen, wie das aussieht. Wir haben im aktuellen Umfeld verschiedene Punkte, neben der Inflation, neben dem hohen Franken, neben dem Ukraine-Krieg, neben den Reiserestriktionen, neben dem Fachkräftemangel. Es sind ganz viele Punkte genannt worden. Und jetzt schon zu sagen, man soll es dann machen, findet der Stadtrat falsch. Da muss man doch schauen, wie die Situation 2027, 2026 aussieht und dann ausgehend von dem dann die Situation neu beurteilen. Dann die zweite Protokollbemerkung, da tut der Stadtrat ebenfalls opponieren. Da geht es um die Frage, wie weit kann man mit Kurtaxengelder Kultur, den Kulturteil vom städtischen K&S-Fonds stärken. Da stellt sich einfach die Frage grundsätzlich, inwiefern eine Finanzierung von Fördergeldern für Kultur über Kurtaxengelder, wie weit das sinnvoll ist und wie weit es überhaupt möglich wäre. Beispielsweise müsste sichergestellt werden, dass die Verwendung von diesen Geldern im Einklang mit dem kantonalen Tourismusgesetz und somit mit dem Tourismus steht. Auch müsste die Frage geklärt werden, wer denn das macht, also die LTA AG, zusammen mit der Stadtverwaltung oder die Stadtverwaltung alleine und aufgrund von welchen Kriterien über den Einsatz von diesen zusätzlichen Geldern für Kultur entschieden würde. Eine Aufteilung von der Beurteilung und von der Verwendungsentscheid auf zwei Gremien, das ist nicht effizient und es wäre auch nicht sinnvoll und es ist auch nicht ohne weiteres machbar. Und zur Erinnerung, Kurtaxe, da geht es nicht um Kulturförderung, sondern es ist eine Massnahme zur Förderung vom Wirtschaftszweig Tourismus. Also gemäss Tourismusgesetz ist der Ertrag von der Kurtaxe zur Finanzierung von touristischen Einrichtungen, Veranstaltungen und Dienstleistungen zu verwenden, die überwiegend im Interesse der Gäste liegen. Und da muss man halt schon sagen, die Stadtverwaltung, da kann man ein Fragezeichen setzen, ob die Stadtverwaltung über Erfahrung und das notwendige Wissen in Bezug auf Bedürfnisse der Gäste verfügt. Da ist es wahrscheinlich so, dass Luzern Tourismus AG eher das entsprechende Wissen und das nötige Know-how hat. Und die dritte Protokollbemerkung tut der Stadtrat ebenfalls opponieren. Bisher war es nur so, dass in Ausnahmefällen und im Fall von überwiegenden Gästeanliegen in entsprechende Infrastrukturkosten finanziert worden sind. Es ist ja auch ein kleiner Topf.
Und auch hier, der Einsatz der Kurtaxengelder muss nach dem kantonalen Tourismusgesetz erfolgen. Und es handelt sich also nicht um einen Fonds für touristische Infrastrukturen. Gelder werden durch den Tourismus generiert und sollen auch wieder in den Tourismus fließen. Gilt also ein bisschen das Gleiche wie bei der zweiten Protokollbemerkung. Simon Roth. Ja, geschätzte Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie vielleicht etwas zu Protokollbemerkungen? Protokollbemerkungen sind ein Prüfauftrag. Ich habe jetzt den Sozialdirektor Martin Merki mehrmals gehört sagen, da müssen wir prüfen und da müssen wir klären, genau das, was die Protokollbemerkung. Also ich sehe nicht, wo da genau das Problem ist. Und auch die anderen Argumente, also Infrastruktur. Ich meine, natürlich gibt es Infrastruktur, die sowohl von Touristinnen und Touristen wie von den Einheimischen genutzt wird. Aber gerade sagen wir jetzt, die Valettenanlagen an gewissen Orten werden vermutlich überwiegend von Touristinnen und Touristen genutzt. Und wir wissen ja, was sie kosten. Und die würden mit diesem Beitrag nur einen kleinen Teil von diesen Kosten, die anfallen, zahlen. Und ich bin relativ sicher, aber das müssen wir klären, dass das mit dem kantonalen Tourismusgesetz im Einklang steht. Ich sehe keine Wortmeldung mehr. Stefan Segesser. Doch, ich muss noch. Entschuldigung, Herr Präsident. Und ebenso, Herr Stadtrat, dass ich nach Ihnen noch mal rede. Aber eine Kurtaxe erhöhen per se, und da hat man ein bisschen Wünsche, was man noch machen könnte, das finde ich absolut daneben. Also, das ist wie Steuern auf Vorrat erheben. Einfach, wir hätten mal und überlegt man sich, wir hätten noch ein Töpfchen, das man könnte brauchen, wenn man irgendetwas kann noch machen. Jetzt haben wir eine Strasse, da laufen doch 7 Touristinnen und Touristen drüber. Ist super, ich kann aus dem Fonds auch noch bezahlen. Ich finde das ein bisschen absurd. Also, wenn man, wie man jetzt sieht, bei 50 Rappen eine klare Begründung hat, warum man möchte, einen Kurtax erhöhen und das ein Abwägen ist, also dem, was ist machbar und was ist wünschenswert, dann ist das schon eine harte Diskussion, die soll man auch führen können. Und es soll auch nicht grundsätzliche Diskussion verhindert werden, was ist denn tatsächlich touristische Infrastruktur. Aber für das schon im Voraus sagen, wir prüfen mal, wir wollen den Stutz rauf und prüfen mal, für was man das Geld in möglichen Töpfen könnte verwenden. Und so tönt das ein bisschen salopp ausdrückt, das finde ich recht schwierig. Und darum, ich sage es nochmal, wir lehnen sie immer noch ab. Mike Hauser. Geschätzter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir lehnen sie immer noch ab. Wegen der Toilette möchte ich einfach noch schnell etwas sagen. Ich darf seit über 30 Jahren in einem Unternehmen tätig sein, wo 80% der Toilettenbenutzenden in den öffentlichen Räumen Luzernerinnen und Luzerner sind. Und zwar nicht solche, die nur bei uns konsumieren. Und bis heute ist mir noch nie in den Sinn gekommen, der Staat eine Rechnung zu stellen für das. Ich sehe keine Wortmeldung mehr. Wir würden jetzt über die 3 Protokollbemerkungen einzeln abstimmen. Ich lese sie einzeln vor. Wir stimmen nachher darüber ab. Die erste: Die Ansätze der Kurtaxen werden nach Anhörung der örtlichen touristischen Organisation um je einen weiteren Franken und die Jahrespauschale für Eigentümer oder Dauermieter von Ferienhäusern und Wohnungen analog erhöht. Anpassung § 3 des Kurtaxenreglements. Wer der Protokollbemerkung wird zustimmen, soll das jetzt zeigen. Wer das ablehnt? Das ist 23-23. Wir machen die zweite Abstimmung. Wer die Protokollbemerkung annehmen will, soll das mit Hand erheben bezeugen. Wer es ablehnt? Merci, es ist immer noch 23-23. Die Protokollbemerkung ist mit Stichentscheid überwiesen. Wir kommen zur zweiten Protokollbemerkung. Der Stadtrat wird beauftragt, die Verwendung eines Teils dieser Mehreinnahmen für den Veranstaltungsfonds der LTAG und den Kulturteil des städtischen K&S-Fonds zu prüfen, gemäß Vorgaben des kantonalen Tourismusgesetzes und nach Anhörung der örtlichen touristischen Organisation. Wer die Protokollbemerkung überweisen will, soll das jetzt mit Hand erheben bezeugen. Wer sie ablehnt? Auch das ist 23-23. Ich habe vorher mir nicht sicher, ob der Wunsch aufgekommen ist, das auszuzählen, oder sind Sie einverstanden? Gut, wir würden jetzt
ich habe blöd im Moment die Frage gestellt. Es geht darum, wer jetzt, wir kommen jetzt in die zweite Abstimmung von der zweiten Protokollbemerkung. Wer die Protokollbemerkung wird überweisen, soll das jetzt mit Handerheben bezeugen. Wer es ablehnt, Sie haben die Protokollbemerkung ohne Stichentscheid überwiesen. Wir kommen zur dritten Protokollbemerkung. Die würde ich jetzt wieder vorlesen. Der Stadtrat wird beauftragt, einen städtischen Infrastrukturfonds für die Finanzierung städtischer touristischer Infrastruktur gemäß Vorgaben des Kantonalen Tourismusgesetzes zu bilden, in den der andere Teil der Mehreinnahmen aus der Kurtaxenerhöhung fließt. Wer die dritte Protokollbemerkung will, überweisen, soll das jetzt mit Hand bezeugen. Wer es ablehnt, auch das ist gemäss meinem Augenmerk 23 zu 23. Wir würden noch einmal die Abstimmung wiederholen. Wer die dritte Protokollbemerkung überweisen will, soll es jetzt mit Hand erheben bezeugen. Wer es ablehnt, auch diese Protokollbemerkung ist ohne Stichentscheid überwiesen worden. Wir sind im Kapitel 3. Gibt es weitere Wortmeldungen oder Anträge im Kapitel 3? Dann kommen wir zum Kapitel 4, Kosten, Seite 26. Zum Kapitel 5, Kreditrechts- und zu belastenden Konten, Seite 27. Dann wären wir beim Kapitel 6 Antrag und kämen zu der Schlussabstimmung. Andreas Felder. Ja, merci vielmals. Nur noch kurz, bevor wir zu der Schlussabstimmung kommen. Ich habe eingangs beim Eintreten gesagt, dass wir schauen, ob es wesentliche Änderungen gibt oder nicht. Ich habe es vom Kollegen Roth mehrfach gehört, dass sie nicht gemeint, dass man die Protokollbemerkungen auf die jetzt vorliegende Leistungsvereinbarung anwenden soll, sondern dass das Prüfaufträge im Hinblick für die Zukunft sind. In dem Sinn werden wir dieser Leistungsvereinbarung und dem B&A heute zustimmen. Und ja, wir sehen dann, was die Prüfungen ergeben bei der nächsten Vorlage. Merci. Gibt es noch weitere Wortmeldungen im Detail? Dann wären wir jetzt bei der Schlussabstimmung für das, was ausgezählt werden muss. Und ich bitte die Stimmenzählerin Marta Lehmann und den Stimmenzähler Patrick Zibung führen. Wir stimmen ab über Römisch 1. Für die Leistungsvereinbarung 2023 bis 2027 zwischen der Stadt Luzern und der Luzern Tourismus AG wird ein Sonderkredit von 2,75 Millionen bewilligt. Wer dem zustimmen will, soll das jetzt mit Hand erheben bezeugen. Wer das ablehnt, Enthaltungen. Sie haben das mit 45 zu 0 bei einer Enthaltung dem Römisch 1 zugestimmt. Wir kommen zum Moment, Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler. Wir kommen zur Reglementsänderung bei Römisch 2. Es geht um die Änderung des Kurtaxenreglements in Artikel 3, 3a, 4, 5, 7 und 9 und in Kraft setzen durch den Stadtrat. Wer der Kurtaxenreglementsänderung gemäss Römisch 2 vom Beschlussesantrag zustimmen will, soll das jetzt mit Hand erheben bezeugen.
Wer lehnt das ab? Enthaltungen? Das erste sind sie 42. Sie haben es mit 41 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt. Ist das richtig? Ja. Merci. Dann wäre das Auszählen beendet. Der Beschluss gemäß Römisch 1 und 2 unterliegt je einzelnen fakultativen Referendum und das Traktandum 3 ist geschlossen. Wir würden jetzt Pause machen und sind am 10 vor 4 hier wieder zurück für die Beratung der weiteren Traktanden. Wir würden zuerst den B&A Schulhaus Staffel behandeln und dann anschließend die dringliche Interpellation.